Hallo Welt, da sind wir wieder in Nordhagen Beach. Wie sieht es mit unserem Gewicht aus? Oh, unser nächstes Ziel ist übrigens die Finch Farm. Auf unserer Siedlungstour geht es zur Finch Farm. Mit dem Gewicht sieht es auch irgendwie aus, nämlich... Ein bisschen können wir noch tragen. Nicht sehr viel. Wir haben hier aber noch irgendwelche Kisten. Wir haben Handelskisten, Kisten für Sanctuary Hills und unten wahrscheinlich dann für Siedler oder die Erntekiste. Ja, für Siedler. Warum ist da Adiktol und so ein Zeug drin? Das braucht doch keinen Siedler. Da haben wir eine Essenskiste hier hingestellt, oder? Wie es aussieht. Das ist nicht unbedingt für Siedler hier. Nun, aber eine Handelskiste haben wir hier. Da hätte das ganze Wasser schon mal reingekonnt. Wir können verkaufen das Zeug, das wir gefunden haben, bei den Leuten, die da oben einfach so rumliegen. Laserpistolen? Ja. Und Kleidung sicherlich auch noch. Ingenieursrüstung? Ja, da weiß ich jetzt gar nicht. Was ist das denn? Warum erinnere ich mich nicht an so etwas? Haben wir jetzt irgendeinen abgemurkst, der... Wir? Lag da oben jetzt irgendeiner rum, der hier eigentlich zur Siedlung gehörte? Hoffentlich nicht. Inspektoren-Outfit kann weg. Eine medizinische Brille? Ja, Tüftel-Tom. Ui, ja, vielleicht. Schweißerhelm. Oh, der kann aber weg. Sowas findet man ja öfter. Den Lumpenhut können wir auch hier reinschmeißen. Und dann haben wir doch noch ein paar Sachen hier für die obere Kiste. Mal sehen. Wir hatten letztens einen, der hatte so super viel... Ja, Fusionszellen könnt ihr rein. Der hatte super viele Fusionszellen. Über 900, fast 1000 Fusionszellen. Die hat er bestimmt nicht von uns bekommen. So... Die Farm ist nichts Besonderes. Ach, hör doch auf. Die Farm ist doch super hier am Strand. Sagt mir doch sowas nicht. Macht meine Arbeit nicht kaputt. Macht meine Arbeit nicht schlecht. Ich mach das nach bestem Wissen und... So. Was habe ich gesagt? Immerhin etwas. Keine Ahnung. Wir können weiter, liebe Welt da draußen. Wir sind fertig mit Nordhagen Beach. Was habe ich gesagt? Die nächste Siedlung ist die Finch Farm. An die hatte ich schon gar nicht mehr gedacht. Da gehen wir aber nicht in diese Richtung. Diesmal gehen wir da lang. Mich wundert es ja ein bisschen, dass wir so wenig mit Gegnern zu tun haben. Ich hätte jetzt gedacht, dass hier an jeder Ecke irgendwo was lauert. Aber wir sind auch rein... Story-technisch sind wir schon sehr weit fortgeschritten. Ja, der läuft, glaube ich, jetzt zum Bostoner Flughafen. Hier haben wir einen Versorger. Ich was wollte nur ein paar Sachen tauschen. Der läuft auch zur Finch Farm, glaube ich, oder? Aber was ist denn BF? Das ist ja nicht die Finch Farm, oder? FM wäre das. F, nee. Finch, FF. Finch Farm. Ja. Nordhagen Beach. Bunker Hill? Nee, was ist denn BF? Da muss ich doch direkt mal gucken jetzt. Nordhagen Beach. Finch Farm. Gutshaus Crope. BF? Ich komme gerade nicht drauf. Nö. Wüsste ich. Ach Quatsch, ja am Anfang doch nicht. Keine Ahnung. BF, wo der herkommt, wo der hingeht. Wer schießt denn da? Habe ich doch gerade noch gesagt, hier sind aber nicht viele Gegner oder so. Und dann schießt doch einer hier auf uns. Wer ist da? Ist nichts. Nichts.
Ach, der wird sich schon wieder einkriegen. Ich glaube, das ist der... Das kann doch nicht sein. Das ist einer von uns. Müsste aber irgendwo hier noch sein. Wow, Vorsicht! Da, bei den Autos. Ja, du läufst nach BF. Ich will nur ein bisschen handeln. Okay. Nach Nordhagen. Ach, jetzt weiß ich. Flughafen Boston FB. Oder BF? Bostoner Flughafen? Bostoner Flughafen. Flughafen Boston. FB heißt es. So schnell kann man mich verwirren. Einfach die Anfangsbuchstaben vertauscht. Haben wir bei der Benennung. Die Finch Farm. Ich erinnere mich, die Finch Farm ist irgendwie in der Nähe einer Brücke und in der Nähe einer Fabrik. Also so ziemlich unter einer Brücke, behaupte ich. Das könnte diese dort sein. Und eine Fabrik gibt es da auch an der Finch Farm. Jetzt ist natürlich die Frage, auf dieser Seite des Wassers oder auf der anderen? Oh, wir können ja rüberschwimmen. Wir haben ja das Aqua Girl drin. Ganz alleine hier, so ein leuchtender Hund. Oh, was ist das denn? Oh yeah, verwundend, Flammenwerfer. Ziele bluten und erleiden 25 Punkte zusätzlichen Schaden. Das nehmen wir aber mit. So viele schöne, legendäre Sachen. Na, wo ist die Finch Farm? Brücke ist sicherlich richtig, aber es muss ja nicht diese gewesen sein. Es gibt ja noch andere Brücken hier. Wäre die Richtung denn die richtige? Naja, wir laufen schon. In die richtige Richtung geht's so ungefähr, ja. Supermutanten. Oh ja. Lohnt sich das denn? Ich meine, kriegen wir die? Müssen wir aber auch rübergehen. Ja, wir kriegen die, aber... Ja, die treffen uns ja auch. Jawohl! Level up!
Was? Ja, manchmal bin ich echt überrascht, wie gut das geht. Endlich haben wir mal ein Level-Up. Ist er runtergefallen? Ach ja, okay. Der wird schon wieder aufstehen irgendwann. Ja, jetzt das ganze Zeug hier sammeln von denen. Müssen wir auch, weil wir ja jetzt so die ganze Munition verbraucht haben hier. Müssen wir wenigstens die Munition wieder drin haben mit dem Zeug hier. Oh, Supermutanten haben immer Kronkorken dabei. Das müsste auch noch gelöst werden, das Rätsel. Warum? Warum das so ist? Handeln die etwa, ist das deren Währung auch? Handeln die auch mit Kronkorken? Obwohl nicht. Ich was höre. Mensch, wir spielen. Abgemacht. Hab gewonnen. Hey. Wow. Die haben aber unsere Munition haben sie aber nicht. Naja, aber die haben Sachen dabei, die man verkaufen kann. Aber die schießen hier mit 38er Munition. Wo ist der denn eigentlich? Ah, entdeckt. Wow. Warum hält er so viel aus? Ja, mach doch. Zeig dich. Sonst finden wir dich ja nie. War das der letzte seiner Art? War das der mit dem Raketenwerfer? Das gibt's doch gar nicht. Hat er den vielleicht weggeworfen? Was ist denn hier los? Ich höre einen Roboter irgendwo. Ha. Ist das vielleicht einer von unseren Robotern? Jawohl. Da drüben liegt auch noch einer. Ja, das Wetter ist gerade schön und ich weiß, die Finch-Farm werden wir dann wahrscheinlich auch nicht mehr erreichen in dieser Folge, aber in der nächsten bestimmt dann schon. Und dann haben wir auch gleich ein paar Sachen, die wir da vielleicht verkaufen können. Wie ich mich kenne, schmeißen wir sie sowieso dann erstmal in die Handelskiste. Machen die Handelskiste erstmal schön voll und dann lohnt sich der Verkauf auch richtig.
Was ist die Geschichte mit dem Roboter hier? Irgendwo ist doch einer. Super Kleber. Eindeutig höre ich hier einen Roboter irgendwo, aber ich sehe keinen. Egal, wir haben ganz viele Sachen übersehen. Der Roboter, ich weiß nicht, was mit dem Roboter los ist. Der scheint irgendwie unten im See zu sein. Unterirdisch müsste der sein. Hier oben hört man nichts. Mr. Handy. Hacken können wir ihn. Hijacker, okay. Und Einheit abschalten, Selbstzerstörung einleiten, anstacheln, Selbstzerstörung anleiten. Schade beim Mr. Handy, aber der ist hier, der macht hier gerade einen auf Geist. Zurücktreten. Selbstzerstörungssequenz kann nicht abgebrochen werden. Zurücktreten. Ruhe! Wo auch immer der Mr. Handy jetzt ist, jetzt ist er weg. Der war mir viel zu gruselig. Und wir, liebe Welt da draußen, wir sehen schon. Wir sehen schon die Finchwarm. Die gucken wir uns in der nächsten Folge an. Alles noch dran, gut. Ja, damit. Moment. Hier müsste doch ein Bett sein. Ja, damit bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. In dieser Folge haben wir uns schlafen gelegt und sind nie mehr aufgewacht. In dieser Folge haben wir uns hier die Satellitenstation Rivera angeguckt. Auf dem Weg zur, auf unserer Siedlungstour, auf dem Weg zur Finch Farm sind wir hier zur Satellitenstation Rivera gekommen. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Was zum...